Der Suppentag ist der nationale Spendentag der Stiftung Schweizer Tafel. Er findet, wie gesagt, zum 17. Mal statt und hilft eigentlich, Aufmerksamkeit zu erzielen für das Arbeiten der Schweizer Tafel und somit für die Armut in der Schweiz. Und es ist eine außergewöhnliche Situation mit dieser Pandemie. Und wir werden den Suppentag im Schweizer Hof drinnen durchführen, mit dem ganzen Schutzkonzept des BAG, das wir mit dem Schweizer Hof zusammen durchführen dürfen. Also es wird nicht mehr wie in den anderen Jahren verrissen sein, wo wir ein Zelt aufstellen und die Leute können Suppe holen, die von Prominenten wird geschöpft, sondern es wird serviert im Hotel Schweizer Hof. Also am besten ist eigentlich, wenn man sich vorher anmeldet, dass man einen Tisch reservieren kann. Und wenn das aber nicht möglich ist oder wenn man einfach spontan vorbeikommt, wird man im Schweizer Hof empfangen, wie das normal im Restaurationsbetrieb hier stattfindet. Und es sind 4 Tische und dann gibt es das Mittagsmenü und 10 Franken von dem Mittagsmenü gehen an die Schweizer Tafel aus Spende. Mit dem Spendenfranken wird die Institution direkt unterstützt. Also die Stiftung ist 100% auf private Spenden angewiesen. Mit einem Franken, der gespendet wird, werden wir 2 Kilo Lebensmittel verteilen in der Schweiz. Einerseits kann man direkt vor Ort, dort, wo Suppe ausgeschöpft wird, spenden in Spenderurnen oder virtuell. Die nicht teilnehmen können, so einen Anlass, haben die Möglichkeit, über Twint, über E-Banking, über ihre Möglichkeiten, auch noch den normalen Einzahlungsschein eine Spende zu platzieren.